Ja, das sieht wunderbar aus. Perfekt, perfekt. Bald hast du ein 100er Bizeps. Wirklich, wirklich. Ja, wirklich. Ja, hey Leute, willkommen zurück zu Weeplay Oldschool. Ich mag's heute sein. Bei seid ihr bei einer. Ihr seid bei einer neuen Folge Division. Das ist Folge 2. Und wir werden mal eben jetzt den Technikerflügel in Anführungszeichen freischalten, beziehungsweise die Mission machen, wo es den Technikerflügel dann gibt. Diesen Dude befreien, diesen Techniker, was auch immer. Da hat Benny schon mal eine Markierung gesetzt. Und drüben ist wieder der ES Bench, aka Benny. Sein Link zu seinem YouTube-Kanal ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal draufschauen, wenn ihr mögt. Mit am Start ist hier wieder der Max Holz natürlich, ja, das bin ich. Im Inventar ist hier wieder die M4 Polizeiversion mit 2444 Schaden pro Sekunde. Ich habe 1098 Lebenspunkte und meine Zweitwaffe ist ja die M19 Over Colt. Eigentlich unwichtig, weil ich sowieso nur das Dings nehme hier. Die M4. Wollt ihr mal was zum Aussehen sehen? Hier kann man die Aussehenssachen hier verändern. Zum Beispiel Hüte und so. Alles, was ich anhab, habe ich so ausgerüstet. Jo, vorhin in der vorherigen Folge, meine ich, da gab es jetzt ziemlich viel theoretischen Kram, aber muss halt sein. Wollte ich euch nochmal erklären, weil Division ist halt ziemlich umfangreich und wäre halt scheiße, wenn ich jetzt einfach nur so ein bisschen rumballer, ein paar Missionen zeige. Das würde ja dem Spiel nicht gerecht werden, ja. Er sollte schon mehr vom Spiel sehen, als nur so ein Achso, oberflächliches. rüstest du eigentlich eine zweite Primärwaffe mal aus? Könnte ich machen. Eine zweite Primärwaffe, was würdest du mir raten? Sniper. Was wir schon gesagt haben, ne? Scharfschützengewehr oder eine Maschinenpistole oder ein MG, also auf jeden Fall kein Okay. zweites Sturmgewehr. Machen wir. Wir sehen uns gleich wieder beim Waffenhändler. Jo, Leute, bin beim Waffenhändler, habe mich gerade entschieden. Ich nehme das M44 Karabiner Classic, hat 1676 Schadenspunkte pro Sekunde und macht einen Schaden von 1500, also da rechts da drüben 1521 Schaden, was sehr krass ist. Im Vergleich, nehmen wir mal zum Beispiel die AK hier, die macht 301 Schaden so an sich und 2109 Schaden pro Sekunde. Aber der Schaden hier ist der Hammer, Alter. Das ist richtig krass. Sniper halt. Nehme ich jetzt 747, ich habe 1461 auf der Geldbörse. Möchte ich es wirklich kaufen? Will ich kaufen? Okay. Jetzt habe ich es gekauft vom Waffenhändler. Mal raus hier. Dankeschön. Und ich werde es mir jetzt mal eben anlegen. So, mal kurz in das Inventar gehen. Ja, neues Objekt. Wissen wir Bescheid. Hier, das ist jetzt zweite Slot, ne? Ja, Unter das dem zweite. M4. Okay, Genau. jetzt also praktisch zwischen Maschinengewehr und Pistole. So. Dann nehmen wir mal hier unser Karabiner, unser Sniper in Anführungszeichen, unser kleines Scharfschützengewehr, Oldschool-Style. Stufe 6. Anderes konnte ich mir noch nicht zulegen, weil ich bin da halt nur Stufe 6, das andere war Stufe 7, glaube ich. So, und das werden wir jetzt mal ein bisschen anpassen. Haben wir irgendwelche Mods hier für das Teil? Wir haben 8 Stück haben wir. Einen Paintjob haben wir nicht, aber wir haben 8 verschiedene Visiere. Was würdest du mir empfehlen? 3-4er-Visier oder ein Vierfach-Visier? Also die kannst du auch gern ohne Visier spielen. Also ich spiele meine Sniper mit. Hm? Ich habe halt einen halbautomatischen Sniper, das spiele ich mit holographischem Visier. Okay. Das willst du noch nicht haben, weil das ab Stufe 9 ist. Nee, ich glaube nicht. Zieloptik vom und so weiter, bla bla bla. Und die haben ja auch noch an sich verschiedene Fähigkeiten, also verschiedene Besonderheiten. Zum Beispiel kriege ich ja 3% Präzision mehr oder 2% kritische Trefferchance. Das ist ja, muss man auch mal bedenken. Ja, also wenn man sagt zum Beispiel hier, vierfach ist geiler, aber hey, dafür hat es 3,4-fach Präzision und also diese zwei anderen Skills so. Also ich würde mal das hier nehmen, das 3,4-fach Visier. Wird entfernt? Nein. Abbrechen. Das Ich wird will. entfernt von deinen Scheiße. Karabiner, deine M4. Okay, dann nehme ich das hier. Ich habe es halt nur einmal für das M4 nämlich schon verwendet. So, nehme ich das. Und was haben wir noch hier? Als Mods einen Schalldämpfer. Würdest du empfehlen? Nee, nehme ich nicht. Hört sich scheiße an. Die Waffen hören sich scheiße an mit Schalldämpfer. Schalldämpfer ist scheiße. So. So, ich habe es jetzt gemoddet. Kannst du mir noch irgendwas empfehlen für den Sniper? Also Eigentlich nicht. für Einzelschuss-Sniper eher weniger, aber wenn du hier halbautomatische Sniper nachrückst, gibt's da Magazine mit hier verstärkter Feder. Ja. Dann schießt das schneller, dann wird die Schussrate erhöht. Okay. Und dann am Dann würde ich sagen, dann besten füllen wir. wirklich schnell nachladen oder irgendwas, wenn du sowas hast. Na, dass ich habe jetzt, wie gesagt, nur diese Mods halt gehabt, dass ich ja eben das Visier drauf klatschen konnte und Schalldämpfer war, soweit ich weiß. Weiß ich nicht. Bin nicht weiter geguckt.
Mal kurz rauslatschen, das ist wieder, wird langsam wieder Nacht. Wo ist Benny übrigens? Ja, ich war noch drin. Wo ist denn Benny? Ach, du warst noch drin. So, wie viel Schuss haben wir hier? Medizinische Prüfung. Ich habe 89 Schuss und ein 5er Magazin. Okay. Boom. Na, ja, so ein klassischer Karabiner halt, ne? Ja, wie man es vielleicht kennt noch. Aus alten Weltkriegsshootern. Ah. Ja. Nice, ich probiere. Okay, ich probiere mal kurz Visier aus. Das ist so ein bisschen heftiger, vierfach. Was heißt heftiger? Ein bisschen stärker. Jo, dann würde ich sagen, lass mal zum Dings gehen. Ja, zu der Mission. Ja, zu der Mission, wo wir halt den Techniker befreien können, wo dann nachher der Technikerflügel erstmal freigeschalten wird. So. Ah, hier ist eine hilfsbedürftige Person und die ist wieder weggebeamt, oder? Ach, zart. Kann ich ihr was geben? Genau. Bedürftige Zivilist, ich gebe ihr mal was, dann kriege ich auch was zur Belohnung. 190 EP? Kleidung wahrscheinlich auch. Ach, ein Sakko. Halleluja. Nö. Ich behalte den Stuff, den ich habe. Ich habe hier so eine geile Sheriffsjacke, ja. Und so eine geile, eine gelbe Hose, so eine. Wie nennt man diese Typen eigentlich? Die hier, diese Cleaner-Hosen Cleaner, oder so, ne? Ja. Ja. Cleaner. Und so ein Sheriff-Hut passt ja ganz gut. So. Ja, wir rennen jetzt mal hier lang durch die Straßenzüge, damit wir ein paar Straßenzüge sehen können, wie es halt so aussieht. Bei Nacht. Ja, hier sind Feinde. Feinde? Oh shit. Ja, das passiert halt. Ist hier oben einer? Ja. Das da oben ist einer. Alter. Alter, wie das abzieht, das ist heftig. Mal kurz wechseln. Alter, ich werde verprügelt. Warte, wo ist Benny? Alter, hör auf rumzuschießen. So, schön aus der Hüfte geschossen, das geht natürlich auch. Super. Jetzt haben wir hier irgendwas gedroppt, eine AK Classic und irgendwas in Militärversion, auch ein Maschinengewehr. Keine Ahnung, kann ich verkaufen. Weiter geht's. Ja, passiert halt. Immer ab und zu habt ihr irgendwelche Gangster, die hier rumstehen und die euch dann anfallen. Müsst natürlich umbringen und die droppen dann auch wieder schönes Loot. Ja, New York bei Nacht, Manhattan bei Nacht. Markierte Position in der Nähe. Ja, ich weiß. Das ist der Garment District. Stufe 5 bis 9 geht ja ab. Da drüben ist der Straßenkrieg. Gerade mal ein bisschen mithelfen, oder? Ja, okay. Kann ich mal meinen Karabiner noch ein bisschen weiter austesten? Achso, nee, das ist mein M4. Dann mal durchschalten. Ernsthaft? Warte mal. Bleib doch mal hier. Down. Alter, ich sehe ihn gerade nicht. Die sind alle da hinten, ne? Ja. Okay. Hier mal rübersteigen. Was man auch hier cool machen kann, von Deckung zu Deckung. Deckung zu Deckung machst du einfach nur XX oder was so? XX. Ja, genau. Okay. Ja, ist ja gut. Scheiße, daneben. Muss ich erstmal das Sniper-Gameplay ein bisschen gewöhnen, weil ich hatte sonst immer nur mit einem Maschinengewehr gespielt. Alter, bleib stehen. Mal, dann halt kriegst du eine Granate oder so ein Scheiß. Hier, Blendgranate. Dann mal mit der. Der. Dingens hier. Benny, hast du ihn erledigt gerade? Ja, ich hab den. Feindkräfte nähern sich. Muss nachladen. Lad nach. Down. Okay. Jetzt von hinten. Kommt von der anderen Richtung. Ja. Yeah. Und auch ein Knüppel. Prügelschwein. Feindkräfte nähern sich. Ja. Irgendwo von da vorne. Ich sehe gerade nicht, ich muss mal kurz hochsteigen. Wo denn? Ach da. Ey! Penner! Alter! Knüppel. Nein! Die sind ekelhaft, ne? Ja, Mann. Ey, die mit Knüppel sind echt gefährlich. Man denkt. Alter! Ich muss mal kurz heilen, Alter. So. Down. Hier hinterm Van ist noch einer bei mir. Down, Headshot. Yo. Okay. Haben wir. Safe, Leute! Safe! Okay, alles nehmen, Stuff getten und weiter im Text. Wir müssen zur Mission weiter.
Wir wollten eigentlich die Mission machen und hier machen wir dauernd diese Mini-Quests. Ach na, warum nicht? Ich meine, hey, was soll das? Ich meine, wenn wir hier so diese Meldung kriegen, können wir es ja auch gleich machen. Ja. Ist ja auf dem Weg. Dabei könnt ihr halt nochmal die wunderschönen Straßenzüge von Manhattan hier sehen. Dass sie immer übelst abwechslungsreich aussehen. Sind hier wieder Gegner, Alter? Ach hier, Cleaner. Guck mal, Cleaner. Oh fuck, Cleaner. Ich nehme meinen MG. Beziehungsweise erstmal ein paar Nades. Wo haben wir hier? Ach hier. Hallo. Das war's. Oh shit. Da ist der Tank. Das ist geil, wenn man einen Tank trifft. Der ist richtig Action. Was Lustiges. Boom! Geil, Alter. Wir haben halt so einen Flammenwerfer, ne? Und ihr müsst halt den Tank treffen hinten, da wo der Sprit drin ist, und dann explodieren die. Oder das sieht man richtig geil aus. Oder ein Kopf, ja. Das ist genau auch eine gute Lösung. Ey, was die Leute hier immer rumgammeln, Alter. Ich wollte doch nur zur Mission. Hier, komm. Wo hä? Ach, du willst da lang? Geht's da lang? Der Pfeil ist manchmal echt behindert. Ja, na, bei mir zeigt der Pfeil danach da drüben lang irgendwie. Dankeschön fürs Heilen. Sehr schön, sehr schön. Hier, ah ja, genau. In die Baustelle rein. Genau, wir müssen in die Baustelle, weil da unten ist irgendwo der Techniker, der dann nachher den Technikflügel freischaltet, halt, der chillt da irgendwo. Wird von halt, Feinden. Hier kannst du das, glaube ich, irgendwo mal. Ja. Ja, ja, hier, die Markierung ist irgendwie da vorne bei mir. Alles egal, jetzt haben wir es schon. Ja, hier kannst du das, glaube ich, irgendwo starten. Hier, so. Ja, keine Ahnung. U-Bahn Leichenhalle. Na, jetzt kann es losgehen, oder? Kannst du los? Ja. Sehr gut. Zugang zur U-Bahn-Leichenhalle erhalten. Alter! Du Dreckscleaner. Brandopfer. Nice. Ey, das ist fein. Ich will meinen, genau, das Sniper eignet sich sehr gut für den Einsatz, fällt mir gerade auf, weil da kannst du mir schön die Tanks sprengen. Und wir haben auch diese geilen Fässer. Feuerwerk. Hier, kannst du ja mal einen von denen in den Kopf schießen, mal gucken, wie hart das wirkt. Warte, schießen in den da. Wo sind sie? Ah, ich sehe, ach da. Kopfschießen, sagst du? Warte. Ja. Müssen wir stehen bleiben. 3392. Nice. Tank brennt schon. Hast du einen Tank geschossen? Getroffen? Ja, ich habe auf den Tank geschossen. Wenn er läuft, dann schießt ihn nicht auf seinen Kopf. Oh shit, Mann. Da hinten ist noch einer. Der ist tot. Ja, das ist immer am witzigsten, ja. Tank treffen, das Ding brennt und die kriegen die Krise und ja. Sind einfach schön am Fliegen und Brennen und freuen sich nicht. Oh, jetzt kommen die Wichser mit dem Schild und der Axt. Lass dir mal angucken. Dann sehen die Leute das auch mal. Hier. Ah ja, hier. Kann ich schießen? Kleine. Ja, kannst schießen. Hier. Warte mal, muss erstmal Waffe wechseln. Wobei, du hast ihn schon, alles klar, cool. Muss ich eigentlich immer zweimal Dreieck drücken, um die Waffe zu wechseln, oder reicht einmal? Einmal Dreieck, um die Primärwaffe zu wechseln, und zweimal, um die Pistole zu kriegen. Ach so. Ja gut, das wollte ich nur wissen. Sehr schön. Ich habe ihn immer zweimal gedrückt. Fehler. Ja, die Steuerung muss man sich auch erstmal reinfinden. Das ist alles nicht so einfach. Finde ich. Was? Ja. Was eine nette Umschreibung für paranoides Arschloch ist. Downstairs, das ist so Art U-Bahn, Baustelle, weiß nicht, was soll das eigentlich sein? Das ist eine Baustelle. Nice, das ging wirklich schnell. Alter! Wo? Da drüben? Alter, wie du mal... Ey, wie du mal die Tanks triffst. Ja, na... Ansonsten Kopf. Das musst du erstmal hinkriegen, Mann. Vor mir im Kopf. Ja, na, ich weiß nicht. Ich meine, du musst das auch erstmal treffen, wenn der läuft, in den Tank zu schießen. What? Okay. Ich glaube, ich nehme mal wieder meinen. Gerade zu dir steht, dann immer schön in den Kopf. Nur halt, wenn er weiterläuft, dann hältst du einfach auf dem Rumpf an, auf dem Oberkörper. Ne? Hm. Im Rennen und lang. Hier ist noch was. Ein Rucksack.
Müsli-Riegel. In so einem riesen Rucksack ist ein Müsli-Riegel. Nice. Ja, also das muss ich noch ein bisschen üben. Also du hast ja besseres Aim wahrscheinlich. Keine Ahnung. Warte mal kurz. Ja. Bin hier teamspeak, oder? Ah ja. Alles in Ordnung? Ja, ist alles in Ordnung. Okay. Der hat nur gefragt, ob er die Anwendung hier schließen soll. Nein, soll er nicht. Aktiv und muss ich auch nochmal einstellen. Okay, mein M4 zieht echt verdammt viel ab, muss ich sagen. Ja, ich wechsle mal hin und her. Die Fässer weghauen hier, weil die stören mich so ein bisschen. Fand ich so von den Gegnern eine ziemlich coole Mission von der Umgebung her. Nicht so, aber von den Gegnern. Echt cool mit den Flammenwerfer-Freaks hier. So, einsacken, Loot, snacken. Ja. Das Ding ist, es ist jetzt für uns ziemlich einfach, ne? Dank unserem Waffen und unserem Level, aber... Genau. An sich sind die Missionen ganz knackig. Ich habe jetzt schon für Mediziner noch die nächste Mission schon gemacht. Und das war richtig knackig. Also auf schwer, auf gar keinen Fall machbar alleine. Ja. Ja klar, wenn dann nur auf normal zu zweit vielleicht und ansonsten auf schwer mit vier Leuten oder so. Ja. Ja, mach ich. Ja. Soll ich denn hier vorne links? War nicht hier irgendwie unten so ein Rucksack oder so, was du letztes Mal hier gefunden hast? Nö, da ist nur dieses blinkende Licht, was so cool alles ausleuchtet, aber... Ach so, doch, hier irgendwo bei dem Gang, genau. Hier war auch noch irgendwie so Stuff. Hier ist der. Ach so. Rucksack, was haben wir? Ein Müsli-Riegel. Was ist eigentlich Müsli-Riegel? Gibt's da Gesundheit? Warte mal, kann ich dir sofort gleich erklären, was der Müsli-Riegel bringt? Entfernt Statuseffekte, also wahrscheinlich, ach so, wenn du irgendwie geblendet bist oder so. Also verwirrt bist, ja. Dann wenn wir das Relais aktivieren, dann fahren wir den Strom hoch damit. Bestätigung. Genau. Hat, ist entweder von der JTF oder hat sich verlaufen. So oder so. Danke. Aber guck dir diese geile Umgebung an, Alter. Ja, die Beleuchtungseffekte, ne, mit den Leichen, ey, das sieht schon krass aus hier drüben. Echt heftig. Ja, ja, ist ja okay. Weiter geht's. Kann man hier runter? Aber ich frag mich, warum die Leiter hier ist. Ist da, weil man runtergehen kann. Kiste Stuff oder so? Lass mal gucken, ich war ja noch nie unten. Ja, noch nicht. Ein bisschen war... ein paar Leichen gehen. Wir gehen über Leichen. Guck mal hier. Krass. Ja, ja. Vielleicht ist hier irgendwie eine Kiste mit Stuff. Hier kannst du auch lang gehen. Da ist Blut. Ja. Nein, nö, dann lass wir hochgehen. Keine Ahnung, ist eigentlich sinnlos. Ein sinnloser Bereich, der cool aussieht. Jo. Ja, ja. Verlassen des kontaminierten Gebiets. Ja, 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 ja. Oh fuck. Warte mal, ich will mal. Lass mich snipen. Welchen willst du, den rechten, links? Den! Ja, beide. Juhu! 6000, Alter. Heftig. Weg mit dir. Das ist Zanes Schießstand hier, ne? Krass. Du Ratte. Nein, schieß doch mal die schönen Tanks. Ja, 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 alles gut. Boah, wie es brennt hier. Ey, wenn es ja, brennt, hast du auch so Funken auf dem Feuer. Krass. Ja, ja. Die kleinen Funken auf dem Boden. Schon cool aus. Heftig. Krasse Scheiße. Sekundäre Energierelais. Ja, ja, ja. Das ja. Hier links war das doch, ne? Fetten Generatoren. Ja, also erstmal komplett Strom anschalten. Und dann Techniker Dude befreien. Relais aktivieren. Yo. Gut. Checkpoint. Scheiße. Ja, das sieht ja gut aus. Dass Sie mir helfen können, wenn ja, ja, wir können dir helfen. Auf jeden Fall, mein Freund. Diese riesen Ventilatoren, die im Licht so. Sieht echt geil aus. Ja, oder hier die ganzen Särge. Oha. Ja. Das Virus. Hat sie alle hingerafft. Wer es verpasst hat, so die Anfangsstory, also wo der über Geldscheine halt am Black Friday ein Virus verteilt und alle sind, oder ganz viele sind verreckt und die restlichen, die halt überlebt haben, haben sich so in Gangs
unterteilt und die Leute, die Agents hier, die wir spielen, die sollen da ein bisschen Ordnung in die ganze Sache bringen. Ja, wie so die Polizei so in dem Endzeit-Szenario. Alter. Aber jetzt kommen diese Kranken. Durch Schild geht's nicht durch. Nee, durch geht es durchs Schild durch? Scheiße, okay. Oh Gott. Ah, das Schild geht irgendwann kaputt. Wo, wo, wo? Was? Ach so, Alter. Penner. Ja, die habe ich gar nicht gesehen gerade. Schön erstmal geheilt hier. Ja, und Steuerung muss ich jetzt erstmal reinfallen. Diese ganzen Sachen, die du machen kannst, also heilen, Granaten werfen, eine extra Haftbombe werfen und Waffen wechseln und schießen und... Jo. Dauert ein Weilchen. So ganz drin bin ich noch nicht, aber ich gebe mir Mühe. Runter, ne? Ja, ich glaube. Ja. Und einer musste diese Box tragen, glaube ich. Wo war die Box? Wo war die Box? Hast du die Box? Was machst du da schon wieder unten? Die liegt da vor mir. Ach, die liegt da unten, weil jetzt ist das Handzeichen. Das heißt, einer muss die Box tragen. Das ist Benny in dem Fall. Sieht übrigens cool aus. Erstmal gedreht. Jetzt hat er sie am Handgelenk. Ja. Trägt er sie gerade. Ja, wie so ein Gucci-Köfferchen. Ganz gediegen hier rein. Mit seinem Schminkzeug drin. Und das schiebt er jetzt da rein. Und jetzt wird's gleich Licht. Oh ja. Oha. Oha. Den snack ich. Down. Oh fuck. Da muss das Scharfschützengewehr ran. Down. Puh. Ja, die nächsten Missionen werden auf jeden Fall schwer. Für alle, die jetzt denken, oh, ist ein volles Kinderspiel. Ein bisschen durchrotzen hier. Weg hier. So, ich glaube, das waren die Feinde in dem Bereich. Aber ich sag mal so. Ich habe eine schöne Piste gekriegt. Was denn für eine? Stiefel. Gucken wir mal. Was haben wir denn schönes gekriegt? Ja, M1911 Colt. 2130 Schaden. Die hatte ich auch schon. Aber Pistole braucht man im Prinzip gar nicht. Weiß ich, Pistolen sind ziemlich sinnfrei, wenn man ein Maschinengewehr und Scharfschützengewehr hat. Ich finde das gar nicht so schlecht, weil wenn du jetzt nicht unbedingt mit Sniper schießt, dann würde ich hier wirklich mal mit der Pistole hinterher rotzen, wenn der von Deckung zu Deckung springt, der Gegner. Ah ja, gut, okay. Ne, was ich noch sagen wollte, es wird noch ein bisschen schwerer, weil der Endbosskampf, der steht ja uns noch bevor. Yep. Ja, hier. Scheiße. Ich wollte noch jemanden Tank, Mann. Schade. What the fuck, wer schießt denn? Ha! Getroffen. Feuerwerk, Alter, geil. Er wird gesniped von Benny bei Penny. Wo sind die denn nach dahinten? Ich hab den Tank im Zaun. Aber der ist ein lila Typ, der braucht wahrscheinlich 2. Da oben. Ratte. Haben! Du Pisser. Nice. So. Und noch ein Kopfschuss hinterher. Benny hat nachgeholfen. 2 Sniper. Doppelt hält besser. East Ben stimmt schon mal vor, dann wäre ich mal hinterher. Wie bitte? Gleich hinter. What the fuck, Alter? What? Ach, hier rennt er. Ich habe ihn gar nicht gesehen. So ein Dreckschwein. Ich habe nur einen Haftbomber. Wer will, wer will? Ah ja. So, mein Freund. Nachgesetzt. Hey. Benny wieder. Noch jemand? Oha. Sniper. Headshot. Juhu. Das hat was, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch die Empfindlichkeit noch ein bisschen... Hast du die Empfindlichkeit höher eingestellt oder so gelassen, wie es war? Ja, natürlich. Die habe ich hier echt höher eingestellt. Warte mal, da muss ich gleich mal gucken. Allein bei Zielen. Allein bei Zielen. Steuerung. Kamera, Zielempfindlichkeit, ne? Oder? Ja, genau. Ich hoffe mal, dass das ist. 50% und bei Kameraempfindlichkeit 35. Okay. Ja, ich merke schon. Ja, das ist besser. Okay, lassen wir das mal so. Das ist besser auf jeden Fall. Ja, genau. Willst du wieder das Böckchen nehmen? Zum Strom anschalten? Schön. Oh. Feinde nähern sich, ja? Sagst du so? Na, komm mal her, hier ist ein Fass.
Hier ist ein schönes Fass, komm doch her. Na egal, die kommen schon mal nicht her. Getroffen. Hier ist noch ein Fass. Headshot. Jo, das klappt auf jeden Fall besser. Vorhin habe ich mir noch ein bisschen so gestruggelt. Bin ich noch nicht so richtig mit klarkommen, weil es irgendwie so lahm war. Das war's nämlich. So, okay. Nimmt seine Handtasche, schönes Gucci-Teil. Oh hi, was geht? Komm her, mein Freund. Jetzt klappt's besser. Du bist down. Oh, Feuerwerk. Ach, die lieben Silvester, ich auch. Drüben sind noch, vor uns sind noch ein paar Feinde. Feinde nähern sich ihrer Position. Alter! Scheiße. Oh Gott, jetzt kommen wieder welche mit der. Mit der Axt. Ich verpiss mich. Die Kiste mal ablegen. Ja, besser ist. Komm, explodier. Sauber! Fett, Mann. Ja, der letzte gehört dir. Das sind nicht zwei, nimm mal den rechten. Und den linken auch. Ich auch. Oh mein Gott, Alter. Das sieht so geil aus. Es macht einfach Spaß, diese Flammenwerfer-Freaks hochzujagen. Hoch geht's die Treppe hoch. Ja, ich bin ein bisschen langsamer. Ich habe ja meine Handtasche dabei. Ja, er muss sein Köfferchen hier reinstecken. Au, meine Beine. So. Komm. Schalt den Strom an. Schalt den Strom an. Aktivieren Sie das Energierelais. Oh. Ja. Energierelais? Ach, wir müssen da durch. Ja, es wird alles so schön hell. Ja, Paul Rhodes, das ist der Dude, der ist im Kontrollraum. Da müssen wir hin. Das ist gleich hier. Da hinten steht er irgendwo. Na, wo ist er? Da! Da fummelt er rum. Ah, da lang. Komm. Wir müssen zum Kontrollraum, Paul Rhodes, helfen. Das sieht wie eine Arena aus. Hm, interessant. Hier sind Explosionsfester. Hm, interessant. Das heißt... Letztes Mal bin ich... Habe ich echt hier Probleme gehabt. Da hat Benny das noch letztendlich ganz knapp gerockt. Ihr werdet gleich sehen. Pervers. Ich glaube, ich nehme mal lieber mein... Wegen dem Level her. Ja, naja, schon schwerer als vorher. Das auf jeden Fall. Laber. Ich glaube, ich komme mal mit zu... Alter! Ich komme mal mit zu dir hoch. Gerade festgehangen hier. Also hier auf die andere Seite werde ich mich stellen. So, wie schaut's aus? Keine Neustartzone. Mies. Von rechts. Hallo! Scheiße, Alter. Okay. So, was habe ich hier? Ich habe mein M4. Ist vielleicht besser hier, das M4 zu nehmen. Als Sniper, weiß nicht. Mal gucken. Ah, da vorne. Sniper. Headshot. Bitch. Was ist das denn für scheiß Runner hier? Und so ein Renner. Warte mal. Ja. Bam. Hab ich ihn? Hast du? Ja, ich hatte ihn gerade mit der AK schon. Okay. Ich nehme den hier oben. Links. Komm, lad nach. Ah, die Headshot. Komischen Typen, die da so komisch rennen, haben ja eine rote Tasche an der Seite, ne? Ja. Down. Da sind, glaube ich, Handgranaten drin. Ich habe gerade einen auf die Tasche geschossen und das fing an zu brennen. Ja. Oh, jetzt müsste der Dicke kommen, ja. Ja, da vorne fährt ein Fahrstuhl runter, ja, seht ihr ja. Und der Fahrstuhl ist ziemlich groß. Was könnte da drin sein? Eine Überraschung? Definitiv. Scheiße. Ein sehr fetter. Kann man da auch den Tank sprengen? Bitte sag mir, man kann den Tank sprengen. Ja, doch. Er hat drei. Ach, drei Tanks hat er. Alter! Der hat drei Tanks. Einen links, einen rechts und einen auf dem Rücken.
Heftig, der Freak. Ich verpiss mich. Nein! Ach, weg. Das ist mehr ein Laufe gegen den. Einfach weglaufen. Ja. Weil wenn der dich trifft, dann richtig. Ich hab noch bis jetzt den Tank noch nicht erwischt. Verdammt. Getroffen. Ja. Boom. Jetzt noch der dritte, ja. Ja, nee, der hat doch. Ah, wo ist der dritte? Oh. Fuck, hier! Ah! Ja. Hier ist doch das Sniper gar nicht schlecht. Wo ist der dritte scheiß Tank, Mann? Hinten. Ich sehe nicht. Wohin? Links, rechts? Keine Ahnung. What? Nice, Benny hat einen Down. Noch einer? Da unten ist irgendwo noch einer. Einsammeln. Vieler Stuff. Ein Hole-Visier habe ich gekriegt. Das habe ich beim ersten Mal nicht gekriegt, weil ich da verreckt bin irgendwie. Was hast du gekriegt? Ein Holo-Visier. Holographisches Visier? Ja, ja. Nein. Okay. Ich glaube, das war schon. Eigentlich, ich hatte so in Erinnerung, dass dann noch ein zweiter kam, oder? So ein zweiter Vetter mit Flammenwerfer? Nein, nein, das waren die anderen Cleaner. Okay. Letztes Mal nee, habe ich die anderen Cleaner doch auch noch bearbeitet, das war ja das Problem, dass ich da hin und her laufen ja. musste und alles. Weil, schwierig und so, weil ich da vom Level noch nicht so weit war. Ah, alles klar. Nee, das ging echt locker fluffig. War ein bisschen schwieriger jetzt gerade, aber ging trotzdem noch relativ leicht im Vergleich zu vorher. Aber ich kann euch sagen, ihr werdet Probleme haben, wenn ihr das jetzt mit der Standardausrüstung spielt, also wenn ihr den Einsatz zum ersten Mal spielt. Kann ich euch definitiv sagen. War ein bisschen nervig für mich zumindest, weil ich noch nicht mit der Steuerung so klar kam. Benny hat da ein bisschen länger gespielt, da hat er sich noch ein bisschen besser reingefunden in die Steuerung. Und das war dann noch ein bisschen einfacher. Und das müsste es jetzt gewesen sein. Jetzt haben wir den technischen Flügel freigeschalten. Wir können genauso viel Kram dann noch ausbauen wie beim medizinischen Flügel, also 10 so eine Bereiche, wo wir dann mehr technische Fähigkeiten bekommen. Auch noch eine Waffe gekriegt für den Abschluss des Einsatzes hier. Eine Waffe? Warte mal, ich muss mal kurz in mein Inventar schauen. Warte mal. Sekunde. Inventar. M44 also, Karabiner Classic hier Stufe 11. Gesehen. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen heißt neues Zeugs. Ich habe eine P416 Militärversion mit 2079 Schaden pro Sekunde. Ach, eine M416. Und 266 Schaden an sich so. Jo, eine SKH. Eine T100. 821, zweimal. SKH, das ist ein Sniper. Ja. Automatisch. Ich weiß nicht, soll ich denn die AK vielleicht? Nee, wobei, da geht mein Schaden pro Sekunde runter insgesamt. Ich glaube, ich lasse meine M4. Und an sich ein Sniper habe ich immer noch M44. An sich, ja, da habe ich jetzt nichts weiter an Snipern gekriegt. So wie ich das sehe. Aha, oder nicht? Das ist doch, aber ist es Präzisionsgewehr? Ja. Okay. Muss man dem lesen, also du gehst auf. Ja, ja. Bist ja auf deine Waffe. Plus 114%. Ja. Ja. Plus 114% Kopfschussschaden und wenn ich jetzt hier das M4 vergleiche, das hat 1521 Schaden und das hier. Nee, weiß nicht. Ich bleib lieber bei der M44, weil die hat so für Einzelschuss doch mehr Schaden. So. Nicht pro Sekunde, aber ja, für Einzelschuss. Ansonsten habe ich hier noch Rüstung. Trekking-Schoner. Stufe 8 aber erst. Kann ich noch nicht ausrüsten. Ich bin erst Stufe 6 vom Level her. Laser-Pointer gekriegt. Ich habe noch Rüstung. Ja, egal. Also ich habe hier Nationalgarde-Rucksack, der ist 70 Rüstung. Pff, da kommt das andere nicht gegen an. Behalte ich erstmal. Magazin habe ich noch was Schönes. Irgendeine Magazinarbeit. Ach hier, Zieloptik. Langoptik, Holovisier, angewinkelter Griff rot. Das habe ich hier zum Beispiel auf meinen Sniper drauf. Ist ganz gut. Weil du kennst ja sowieso nicht auf so hohe okay. Distanz. Warte mal. Sniper sagst du. Okay. Also ich fand halt, dieses Visier hat ein bisschen lang gebraucht, um anzuvisieren. Dann wäre, glaube ich, das Holo dann besser, oder?
Ja, du kannst ja auch mal hier den Boni vom Holo angucken. Weil mein Holo-Visier hat ja jetzt, wo ist es? Wo ist es? 4,50% optimale Reichweite. Ja. Also, ja. Ich probier's den gleich mal aus. Also, warte mal, wir haben ja noch ein Reflexvisier. Oh, ich hab so viele Visiere hier am Start. Warte mal. Reflexvisier 3% optimale Reichweite. Holo-Visier ist meistens besser als Reflex, habe ja, ich okay. mit festgestellt. Benny sagt Holo, ich nehme Holo. Bei der M4 würde mir, glaube ich, auch ein vielleicht ein besseres, ein schnelleres Visier besser kommen. Warte mal kurz, ich hätte mal kurz hier den schauen. C-Optik. C-Optik. VX. Warte mal, ich glaube, ich tue mal das vielleicht das Reflexvisier drauf. Optimale Reichweite. Mal sehen. Sollte eigentlich schneller gehen, ne? Guck mal auf meine AK. Ja, das ist nicht so cool. AK? Was denn da? Da ist ein Visier drauf. Sniper Scope. Ach so, ja, ja, fettes. fettes Sniper Visier. Ich guck mal, wie es hier aussieht. Ach so, alles klar. Naja, du mit dem Holovisier zoomst du einfach nur so kurz ran. Ich weiß nicht, das gefällt mir gerade nicht so richtig. Ich werde es dann nochmal noch umbauen. Das war's erstmal jetzt hier mit der Folge. Mit dem Technikerflügel, wie wir den bekommen haben jetzt. Und dann geht's dann wieder richtig weiter, also mit Missionen, die ich auch noch nicht gespielt habe, mit Hauptmissionen. Lass dich überraschen. Bis zur nächsten Folge Division. Ihr haut rein. Wir sind raus. Bennys Kanal ist in der Videobeschreibung. Peace out. Hampelmann. For the win. Bye bye.